Der Auftakt, die Ouvertüre ist gelungen. Ich bin wirklich überrascht, dass das so gut gegangen ist. Wir müssen schauen, dass wir die Art und Weise, wie wir in der Kirche mit Macht umgehen, so gestalten, dass wir glaubwürdig miteinander Kirche sind. Und das, denke ich, wird uns gelingen. Ich möchte selber von meiner Erfahrung als Bischof, von unserer langen Diözesanengeschichte, Erfahrungen einbringen, wo Partizipation und Transparenz wirklich fruchtbar ist für die Art und Weise, wie wir Kirche gestalten. Die Führungsverantwortung ist für viele Frauen in vielfacher Weise möglich, entwicklungsfähig. Wo es wirkliche Schwierigkeiten geben wird, ist die Frage des Weiheamtes. Ich wünsche mir eine Diskussion, die dazu führt, dass wir zur Diakonin kommen.